Ich will mehr. Ich will mehr Hickman, mehr Cicchetto, mehr May und Richard, mehr Ben Parker. Ich will mehr Ultimate Spider-Man. Herzlich willkommen zurück bei Hardcover. Ich bin Silas und heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über den neuen Ultimate Spider-Man. Dabei wichtig zu erwähnen, ich möchte natürlich versuchen, das Ganze so spoilerfrei wie möglich zu halten. Nichtsdestotrotz muss ich ja über irgendwas reden, deshalb möchte ich einfach nur mit diesem Video probieren, euch diesen Band noch schmackhafter zu machen, als er das nicht wahrscheinlich schon für euch ist. Und um erstmal ins Thema einzusteigen, versuche ich mich kurz zu fassen. Ultimate Spider-Man ist das, worauf die Spidey-Fans die letzten 10 Jahre gewartet haben und für mich ganz persönlich das erste Mal, dass ich mich so richtig auf eine Spider-Man-Ongoing gefreut habe, seitdem ich angefangen habe, Comics zu lesen. Ich muss aber auch direkt sagen, Ultimate Spider-Man ist nicht umsonst in einem alternativen Universum, denn hier ist einiges anders. Und zugegeben, das muss einem wiederum auch gefallen. Mir persönlich und ich denke vielen von euch da draußen wird es gefallen. Der wahrscheinlich größte Aspekt und das, was für viele entscheidend sein wird, ist, dass Peter Parker hier erwachsen ist. Nicht nur erwachsen, sondern verheiratet mit Mary Jane und der Vater von 2 Kindern. Wenn euch das jetzt nicht direkt hypt, dann kann ich das vielleicht nachvollziehen. Aber seid euch sicher, diese neue Dynamik bringt so viel Neues in das Leben von Peter, aber auch in das Leben von Spider-Man und macht einfach richtig, richtig Spaß zu lesen. Und hier dieser erste Band hätte kaum ein besserer Einstieg sein können. Denn er schafft es perfekt, diesen dünnen Grat zwischen das, was es schon gibt, das, womit wir vertraut sind, und ganz Neuen zu schlagen. Immer wieder werden uns bekannte Aspekte neu aufgegriffen, verändert oder nur kurz angeschnitten, um uns gleich zu zeigen, ja, hier ist einiges, das ihr kennt, besonders Charaktere, die wir schon mal gesehen haben, aber nur weil wir mit ihnen vertraut sind, heißt es noch lange nicht, dass wir sie kennen. Kommen wir aber mal ein bisschen auf die Story zu sprechen und einen der Knackpunkte, warum dieser Ultimate Spider-Man so besonders ist. Denn auch wenn Peter hier erwachsen ist, ist er kein Spider-Man. Im ersten Heft von diesem neuen Ultimate Spider-Man passiert das Ganze nämlich erst. Dazu ein bisschen Background-Info. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auch hier im Vorwort. Wer aber ein bisschen Vorarbeit leisten möchte, liest am besten Ultimate Invasion aus dem letzten Jahr. Dieser Paperback ist quasi das Setup für das neue Ultimate Universe und mehr oder weniger auch der Grund, warum Peter und alle anderen Helden in diesem Universum erst verspätet zu Superhelden werden. Für alle, die das nicht lesen wollen, hier eine kurze Zusammenfassung. Der Maker, Reed Richards aus dem Ultimate Universe, kehrt auf eine neue Welt zurück. Und um diese voll zu kontrollieren und zu seinen Bedürfnissen zu formen, denkt er sich eins, das Ende von allen Superhelden. Was er dazu macht, ist nicht die Leute zu töten, das wäre ja schon fast zu grausam. Nein, seine Aufgabe ist es einfach nur, diese Verwandlung jedes Mal zu stoppen bzw. gar nicht erst geschehen zu lassen. In dem Fall bei Peter bedeutet das, er wird nie von dieser Spinne gebissen. Jetzt hier im ersten Heft kriegt er aber wieder die Chance, sich von dieser Spinne beißen zu lassen und doch noch der Spider-Man zu werden. Das Ganze aber halt jetzt mit ganz anderen Umständen, mit der Familie, die dabei ist, dieser ganz anderen Welt, ohne andere Superhelden, ohne andere Hilfe und vertrauten Schurken, die natürlich trotzdem ihr Unwesen treiben. Und auch wenn dieses Konzept erstmal ungewohnt ist, was ja mehr oder weniger der Sinn ist, ist es trotzdem super belohnend und super befriedigend, auch für Langzeit-Spider-Man-Leser. Denn nicht nur, dass man trotzdem diesen Gänsehaut-Moment hat, wenn Peter sich entscheidet, zu Spider-Man zu werden, was einen Twist auf diese ganze Geschichte legt, denn hier ist es kein Zufall, hier ist es seine aktive Entscheidung, Spider-Man zu werden. Nein, der beste Moment ist wahrscheinlich, wenn Peter endlich das Spider-Man-Kostüm, sein rot-blaues Spider-Man-Kostüm, das erste Mal trägt und wem er es das erste Mal zeigt, beziehungsweise wer in diesem Universum an der Entstehung beteiligt ist. Einfach wunderschön und gleichzeitig richtig cool und toll in Szene gesetzt von Marco Cicchetto. Viele kennen ihn wahrscheinlich von Daredevil mit Chip Zdarsky, wo er auch den Großteil des Runs gezeichnet hat. Oder das Event Devil's Reign, was im gleichen Run erschienen ist. Aber hier haut er nochmal ein richtiges Brett aus. Nicht nur, dass er damals schon richtig coole Posen mit Daredevil machen konnte, Spider-Man bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und das nutzt er hier wirklich vollends aus. Ich freue mich mega darauf, was hier einfach noch kommt und welche Schurken und Helden er als nächstes in Szene setzen kann. Aber kommen wir nochmal auf den Punkt zurück. Dieser erste Einstieg in Ultimate Spider-Man ist einfach awesome. Nicht nur für das ultimative Universum, auf das ich jetzt mehr Lust habe,
sondern auch einfach für eine Spider-Man-Ongoing, auf die ich so lange gewartet habe. Hier nochmal riesengroßen Shoutout an Panini, die mir den ersten Band als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Hier habe ich auch noch, das möchte ich dazu erwähnen, das normale Cover, denn hier gab es jetzt, ich glaube, fast mit eins der ersten Male Variant-Cover für die Paperbacks. Also checkt die unterschiedlichsten Versionen auf jeden Fall mal ab. Die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Jetzt lasst mich unbedingt wissen, wenn ihr das Ganze schon gelesen habt, wie ihr diesen Einstieg fandet. Und alle, die es noch nicht getan haben, gebt diesen ersten Band unbedingt einen Versuch. Mir hat es richtig gut gefallen und ich bin fast hundertprozentig sicher, euch wird es auch gefallen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, diesen Comic noch mehr Leuten zu zeigen. Deshalb macht euch auf jeden Fall bereit für ein Brabbeln in nächster Zeit, wo ich mal vielleicht mit ein paar vertrauten, aber auch neuen Gesichtern über Spidey sprechen werde. Bis dahin war es das erstmal von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.